So, weiter geht's, würde ich sagen. Oh, da habe ich erstmal einen Slap in Dreck gehauen. Ja, super. Das war gleich mal die falsche Taste. Und, nee, Moment. Wieder zumachen. Wir wollten unsere Mühle weiterbauen. Ach so, ich wollte mal schnell schauen, ob wir eventuell noch Holz haben. So, warte mal. Hier die Kartoffeln, die können wir ja schon mal raustun. Also langsam haben wir richtig Futter am Start hier. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. So, das. Ich überlege gerade. Holz. Haben wir noch Holz? Nö, haben wir nicht mehr. Warum denn nicht? Ach Manu. Holz haben wir erstmal keins mehr. Aber wo ich das gerade hier so sehe, könnten wir uns hier die Zäune nochmal einladen. Nämlich hinten bei unserer Baumfarm. Wo wir jetzt sowieso erstmal nochmal hin müssen. Ja, Holz für unsere Mühle sammeln. Brauchen wir ja sowieso noch Zaun, aber ich überlege gerade, was man natürlich auch mal schnell noch machen könnten, ist, wir hatten ja vor, eigentlich ein Enchanting Table zu bauen und uns ein bisschen Werkzeug zu verzaubern. Ich überlege gerade, Papier haben wir noch. Papier haben wir noch. Moment mal, das laden wir jetzt mal ein hier. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ging denn jetzt das Bücherregal? Ach, wie war denn jetzt das Bücherregal? Wie war denn jetzt das Bücherregal? Ach Mann. Ich weiß es gerade nicht. Da muss ich mal schnell nachschauen. Moment. Aber wir könnten auf jeden Fall hier schon mal. Haben wir eigentlich noch mehr Zuckerrohr? Nö. Wir könnten hier auf jeden Fall schon mal noch ein bisschen Papier herstellen. Oh, da. So. Nochmal 12 Seiten. Zack. 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 Wie ging denn jetzt das Bücherregal? Boah. Oder war das? So hier. Ne, sowas auch nicht. War das mit Slaps? Ach Mann, ich weiß es nicht mehr. Wie ging denn das Bücherregal? Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Kleinen Moment mal. Ich schau mal ganz schnell nach. Kleinen Moment. Moment. Ich schaue nach. Das Bücherregal, wie war das Bücherregal? So, hier ist er wieder. Da muss ich mal hier mein schlaues Buch, was sich iPad nennt, mal kurz zur Hand nehmen. So, kleinen Moment. Das ist mir jetzt aber peinlich. So, ja, jetzt macht doch mal hier was. So. Zack. Moment. Genau. Ach so, nee, Moment. Ist ja logisch. Ach, na, ich bin ja doof. Wir müssen ja erstmal Bücher herstellen. Fällt mir gerade so ein. Ja, toll. Wir haben 2 Leder. Ist ja geil. Da hätten wir noch ein paar Kühe schlachten müssen. Ach Mann, um Bücherregal. Naja, okay, wir könnten ja zumindest mal ein Enchanting Table bauen. Den könnten wir ja auf jeden Fall mal bauen. So, da stellen wir erstmal ein Buch her. So, zack. Das reicht uns ja. Und dann bräuchten wir unsere 2 Diamanten. Ich will sie doch gar nicht weggeben. Genau, 4 Obsidian hatten wir uns ja abgebaut. So. So war das doch, glaube ich. Und dann. Zaubertisch.
Ist das jetzt der Richtige? Ich hoffe es einfach mal. So, den stellen wir jetzt erstmal in unser Bauernhaus. So, Moment mal, den Zauberdisch, den können wir einfach mal, eigentlich mal hier vorne einfach hinstellen. Ah, wunderbar. Genau. Wenn wir jetzt hier unsere Diamantspitzhacke quasi reinlegen würden, ja, ist klar. Können wir hier maximal, hier haben wir ja diese kryptischen Schriften, da wissen wir leider nicht, welche Verzauberungen wir kriegen. Ah, da können wir jetzt maximal bis Level 3 Verzauberungen machen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch Bücherregale en masse, dass sich dieser Enchanting Table da quasi so Wissen aus diesen Bücherregalen rauszieht. Und dann, ja, und dann können wir da quasi höher verzaubern. Bis Stufe 30 ist das, glaube ich, möglich. Aber dazu brauchen wir Kühe. Und die haben wir nicht. Wir haben keine Kühe. Nein, nein, nein. So, Bäume sind auch nicht wirklich gewachsen. Das ist ja ganz prickelnd. Au. Dann machen wir erstmal hier unsere Farm. Auf die richtige Größe. So, zack, zack, zack. Das muss alles weg hier. Das ganze Gedöns, das brauchen wir alles nicht. So. Nein, das muss einfach nur eins breiter werden. Na komm. So. Flup. Zäune. Haben wir hier. So, das war ein Slab. Zäune haben wir hier. So. So, das müssen wir auch noch aus der Verankerung schmeißen hier. Haben wir jetzt noch... Nein, das ist jetzt nicht alles, was wir an Erde dabei haben. Och Mann, das ist aber auch ärgerlich. So, na Moment. Das soll mal nicht das Problem sein. Da ruppen wir uns einfach mal hier ein bisschen Erde weg und klauen hier jetzt einfach mal. So, das sollte eigentlich schon reichen. Oder? Reicht das? Ja, das reicht. Das reicht auf jeden Fall. So. Flup. Zäune. So, wunderbar. Jetzt müssen wir hier quasi nur noch die Fackeln draufsetzen. Faculus Setzus. Oh. Vielleicht haben wir hier immer Platz gelassen eigentlich. 1, 2, 3, 4. Das geht doch bestimmt wieder nicht auf jetzt. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das war nicht so wirklich optimal. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2. 1. 1, 2, 3. Ja gut, das haut nicht ganz hin, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Da mache ich mir jetzt mal gar nichts draus. So. So, hier haben wir sogar mehr Platz gelassen. 2, 4, 6. Ja, ist jetzt auch wurscht. Jetzt machen wir hier mal nicht so ein Louis draus. Zap, 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 zap. So. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht hier noch irgendwo Fackeln mit reinsetzen. Dass diese ganze Sache etwas heller ist. Weil das ist schon ziemlich dunkel hier. Achso, hier fehlen ja auch noch Fackeln. Zack. 1, 2, 3, 4. Upsala. 2, 4. 2, 4, frei. 2, 4. Oh, hier fehlt auch noch Zaun, sehe ich gerade. Genau, das hat man ja das letzte Mal noch gemacht. 2, 4, 5. 2, 4, 5.
2, 4. So. Ja gut, sind es nur 3. So, hier noch eine hin. Alright. Moment. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 3. 3, 4, 5. Okay. Dann machen wir das Ganze hier vorne auch noch und dann sieht das wenigstens alles einheitlich aus. 4, das passt. 2, 4, 5. Ja, gut, das war nicht so. So, zack. 2, 4, 5. Und 2, ja gut, hier ist das Tor. Das macht jetzt nichts. Da setzen wir hier auch noch eine hin. Hier, die kann man wegmachen. So, wunderbar. Dann denke ich mal, ist unsere Baumfarm eigentlich relativ gut ausgeleuchtet. Aber sind das 2 Bäume gewachsen, das ist natürlich nicht so prall. Wenn wir einmal dabei sind, hier können wir ja zumachen. Huch. So, mal kurz überlegen. Hier machen wir auf jeden Fall noch eine Tür rein. Oder machen wir hier überhaupt eine Tür rein? Ich überlege eben gerade. So. Das machen wir jetzt erstmal so. Zack, zack, zu. So, und dann können wir das nämlich hier weghauen. Genau. Genau, dann schmeißen wir das. Genau. Und hier habe ich mir überlegt, wie könnte man das denn machen? So, so. Ach so, wenn wir den Gang jetzt ausbauen, da müssen wir natürlich aufpassen. Der wird natürlich nach hier 3 breit. Das heißt, wir müssten ja. So, Moment mal. Den brauchen wir. Und den brauchen wir. So. Und dann setzen wir einfach mal hier noch eine Tür dran. Nee, das ist jetzt. Nee, das ist jetzt Quatsch, oder? Eins. So breit wird es auf jeden Fall. Das wird das noch eins frei. Das brauchen wir auch noch. Das eins frei. Ne, eigentlich passt das so. Moment mal. Erde. Zack, zack. Der Durchgang soll ja auf jeden Fall. Ne, Moment. Das war auch wieder blöd. Das soll ja auf jeden Fall drei breit werden. Zack. So. So. Genau. Und 3 wird er breit. Habe ich mir jedenfalls so gedacht, dass er das wird. So, und dann tun wir einfach hier noch ein bisschen aufbauen. Ein bisschen Material hinzufügen. Ja. Genau.
Oder machen das gleich so. Das würde natürlich auch gehen. So. So ist doch ganz okay, oder? Haben wir Kies dabei? Ne, haben wir auch nicht dabei. Hauen wir das Gedöns mal hier gleich weg. So. Das hauen wir weg. Und das hier hauen wir auch alles weg. So. Und das hier hauen wir auch noch weg. Das brauchen wir gerade nicht. So, hier setzen wir mal noch eine Fackel dran. Und hier setzen wir mal auch noch eine Fackel dran. Das hauen wir auch alles weg hier. Ja. Hier geht die Treppe nach unten. Aber ich würde die Treppe eigentlich ganz gern hier vorne schon beginnen. So, dass man, dass die quasi hier schon etwas nach unten geht. So, zack, zarab, zack, zarab. Das kloppen wir auch alles weg. Natürlich, ich weiß auch nicht so richtig, ob wir jetzt die Diamantspitzhacke dafür nehmen. Ich habe keine Ahnung so richtig. Nee. So. Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir quasi hier so die erste Treppe nach unten. Das sieht blöd aus. Da müssen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Cobblestone erstmal machen. So. Lassen wir mal hier zwei Cobblestone reingehen und dann setzen wir hier die erste Treppe so nach unten. So. Okay, und hier geht es dann einfach ganz nach unten. So als kleine Idee. Weil wir müssen ja unten auf das Level kommen, wo unser Bauernhaus steht. So. Das machen wir uns schön geräumig hier. Hier haben wir eins zu viel weggehauen. Aber das macht nichts. So. Zack, 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 zack. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier ausgleiten, unsere Höhle. Genau. So passt es doch wie die Faust aufs Auge. Und das wollte ich ja auch noch alles etwas ausgleiten hier. Da können wir eigentlich mal weitermachen. Wir hätten natürlich die Wände auch Cleanstone lassen können, das ist gar kein Problem. Aber irgendwie gefällt mir das nicht so richtig. Ich würde ganz gerne die Wände, die Decke und den Fußboden hier bei unserem Durchgang doch ganz gerne etwas, ja, Eigenform verleihen. So viel brauchen wir gar nicht wegschmeißen. So, jetzt hat irgendwie der Timer schon wieder geklingelt, das kann doch nicht wahr sein. Also irgendwie, keine Ahnung, läuft die Uhr hier zu schnell. Viel zu schnell. So, das müssen wir ja auch noch alles wegdreschen. Das muss ja auch noch alles verkleidet werden hier. Da habe ich aber auch noch keinen Plan, wie ich das mache. Da müssen wir einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ob wir das mit Cobblestone machen oder ob wir da ein bisschen mit Holz arbeiten, wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder ob wir es halb-halb machen, ob wir oben ein bisschen mit Cobblestone arbeiten, das wäre ja auch gar nicht schlecht. Und unten etwas mit Holz. Hm. Da lasse ich mich einfach mal überraschen. So.
jetzt zum Beispiel. Ups. Zack. Ich tüftle jetzt hier einfach nochmal ein bisschen rum. Lasst euch nicht stören. Ach, Quatsch. So. Wir müssen uns echt mal Gedanken machen, wo wir Kühe herkriegen. Das wird auch so ein heißes Eisen. Die guten Kühe, weil wir brauchen echt dringendst Kühe. So. So. So, dann quasi weiter. Oder noch eins. So. So war eigentlich nicht schlecht. So. 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 So könnte es werden. Und hier machen wir dann so ein bisschen Holz rein und die Decke machen wir auch aus Holz. Moment mal, wir haben doch noch. Ich überlege gerade, da könnten wir ja eigentlich auch mal Birkenholz probieren. Machen wir jetzt einfach mal ein Stack Birkenholz und probiere das einfach mal aus. Wie das mit Birkenholz aus. Ah, das ist, glaube ich, für so einen Durchgang ist das, glaube ich, ein bisschen. Nee, oder? Nee. Birkenholz wird nichts. Da muss ich euch enttäuschen. Das wird wohl eher wieder zum Fichtenholz gehen. Ich will hier auch nicht tausende verschiedene Materialien verwenden, weil das Problem ist ja, hier oben ist wohl immer noch irgendwelches Holz drin. Oh, da ist immer noch ein Stamm drin. Das gibt's doch nicht. Und wisst ihr was? Wir machen jetzt ein Part Ende. Aber ich schnapp mir jetzt hier noch schnell diesen Stamm da oben. Und dann beenden wir den Part hier. So, zack, zack. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du beim nächsten Part wieder mit dabei wärst. So, das müsste aber jetzt echt gewesen sein. Ja. Wenn du mal auf dem Kanal vorbeischaust, beziehungsweise abonnieren tust, oder mir einfach einen netten Kommentar da lässt. Und im nächsten Part machen wir dann kräftig weiter hier mit unserer Baumfarm, mit unserem Durchgang, mit unserer Mühle. Ach, mit allem eben. So, na gut, das war's erstmal gewesen und wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss!